Hallo zusammen, heute habe ich ein Leck an einem Kühlschrank bzw. Kältemittelmangel. Aber das Kältemittel muss ja irgendwo rausgehen. Ich habe hier, das ist ein normaler Kühlschrank, so ein Flaschenkühlschrank, und den schauen wir ein bisschen aus der Nähe an. Also der Kühlschrank hatte ein Loch, oder hat immer noch ein Loch, und wir haben hier einen Messanschluss angebracht. Und das ist R600A. Und wir sehen jetzt, hier geht der Schlauch hoch. Wir haben jetzt hier einen Druck drauf von knappen 10 Bar Stickstoff. Und ich habe hier was zum Trinken. Nein, sondern hier unten drin in dieser Schlaufe sitzt das Loch. Ihr seht, wie hier in diesem Loch, also das ist mitten auf dem Rohr, hat es eine Oxidation auf diesem Kapillarrohr. Ihr seht jetzt also da hier, das hat hier auf diesem Rohr eine Oxidationsstelle. Hier ein Stück Kapillarrohr rausschneiden, neues Stück Kapillarrohr einlöten, wieder neu befüllen und dann sollte dieser Schrank funktionieren. Wir hatten den schon gefüllt, hier nachgelötet, unten nachgelötet. Aber nach 2 Wochen ist das Kältemittel wieder raus. Wir haben jetzt hier 10 Bar drauf. Das geht raus in noch ein paar Stunden. Das Loch ist wirklich sehr klein. Ja, füllen, neu reparieren und wir haben wieder einen Kühlschrank, der funktioniert. Das soll es gewesen sein. Hier bringe ich euch ein anderes Video über Kältemittelmangel und ich wünsche euch einen schönen Tag.